Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Ja, hier ist gerade irgendwas passiert. Ich war gerade dabei, so eine Chat-Aufnahme zu machen. Und machen die hier einfach so Randale, kommen hier so 4 Leute an, wollen mich erlegen. Und dann hier so ein Haufen Hunde. Da denke ich mir so, what the fuck, ist hier los? Ich wollte nur ein bisschen testen. Naja, ist okay. Gut, was ich euch erzählen wollte, und zwar, schaut unbedingt die letzte Folge an, weil, also, es ist ja so, dass ich habe irgendwie, keine Ahnung, Mist gebaut und deswegen waren da 2 Folgen statt einer Folge, weil PC abstürzt und blablabla und ich weiß nicht, wo ich ja gerade auch hinlaufe. Aber auf jeden Fall heißt es, dass die letzte Mission Teil der vorletzten Folge ist. Dass die letzte Folge Teil der vorletzten Folge ist. Läuft, da schwebt Gras in der Luft. Und wir haben halt nicht besonders viel gemacht, kann ich ganz ehrlich sagen, aber wir waren unter Wasser jagen, das war richtig lustig. Wir haben nämlich übelst lange gebraucht, bis wir so ein hässliches Tier erlegen konnten, das uns die Haut des dunklen Wasserdrachen gebracht hat. Schon eine coole Sache. Ja gut, habe ich geschafft. Ja gut, habe ich aber. So, kann ich das hier mal kaufen? 2-mal verbessert schon. So, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Ja genau, das wollte ich erzählen. Sonst gibt es auch groß nichts zu erzählen. Da wollte ich eigentlich diese Folge mal hin, weil wir müssen uns ja langsam mal wieder erweitern in Sachen Außenposten, weil hier oben ist ja noch so viel frei und so viele Glockentürme und so. Und jetzt dachte ich, machen wir dieses Eck hier mal. Dann ist das nämlich schon mal weg. Weg, wie ihr wollt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Auto sprinten. Ja, wo war gerade dieser Handelsposten? Ich dödel. Da waren doch Autos. Oh, wir könnten auch mit dem Wingstil von diesem Berg da springen. Oder wir schnappen uns das Auto. Wow, yeah. Bitches. Damit habt ihr nicht gerechnet, gell? Aber danke für euer Auto. Muss man schon sagen, diese Waffe da ist extrem stark und ist ja eine von den einzigartigen. Ich feiere das brutalst ab. Und den kann man sogar Tiere schneller legen. Das ist unglaublich, unglaublich. So, wir fahren jetzt erstmal zu dem Handelsposten. Da vorne sehe ich auch schon die Brücke. Hier ist irgendwann eine Propaganda-Zone-Mission, die noch nicht da ist. Deswegen lädt es gerade wahrscheinlich. Das ist das einzigste Mal in neuen Gebieten, es lädt immer. Aber es ist ein schönes Bild, muss man schon mal sagen. Jop, Linus. Gut. Wir müssen erstmal irgendwo hinschwimmen, wo wir durchhalten können gegenüber denen. Wir haben erst einen von deren Wägen zerstört. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Nein, die fahren weiter. Fuck. Na, egal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein neues Fahrzeug. Sonst kommen wir hier irgendwie gar nicht voran. Ist da drüben irgendwas? Nee, schade. Boah, Schildkröten kann man die auch halten. Scheinbar ja nicht. Gut, trotzdem süß seid ihr Schildkröten. Muss ich jetzt den ganzen Weg laufen? Nur weil ich jetzt kein Fahrzeug mehr habe. Das wäre ja ziemlich doof. Und was ist da unten für ein Ort? Ach, da ist eine Höhle. Ja, da ist eine Höhle. Unglaublich. So, und hier müssen so
eine Maske finden. Pfeile. Eine Nachricht. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade niesen, Leute. Entschuldigung. So, wo ist jetzt die Maske von dem? Von dem, was heißt hier von dem? Einfach nur diese gruselige Maske. Entschuldigung. So. Da ist er doch. Wir haben schon 4 Stück erst gefunden. What the fuck? Ich habe definitiv mehr erwartet. Aber naja, gut. Man hat halt nicht immer alles. Noch 1000 Meter ist der entfernt. Wie soll ich denn da hinkommen ohne Auto? Ich finde hier noch was. Ich finde hier noch was. Das wird noch, das wird noch. Das wird noch. Bitte, Leute. Nein, bitte. Ich will euch nicht anschießen, weil ihr aus meinem Team seid, aber... Bedien dich. Danke, danke, danke. Gerne. Ich wünschte, ich wäre beim Angriff auf den Truckstop dabei gewesen. Muss ein ziemliches Gemetzel sein. Ah, man kann sich ja jetzt nicht einsteigen. Und warum kann ich da jetzt nicht einsteigen? Hä? Ah. So, von der anderen Seite geht's. Ja. Das Feuer gerät außer Kontrolle! Ja, was gerät da außer Kontrolle? Ich glaube, die haben Halluzinationen. Egal. Geht mich nicht an. Bitte die Verfolger und den Kurier, los, schnell, 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 schnell. Oh, die können echt gut fahren. Dün, 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 fuck! Nein! Ich habe ihn gerade in die Luft gesprengt, damit mein Auto und... Ah, oh, Sicherheitsabstand for the win. Fuck! Mann, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das nervt. Das finde ich uncool. Uncool. Warum macht ihr sowas mit mir? Er kann mich wahrscheinlich genauso wenig leiden, wie ich ihn. So, gehen wir erstmal wieder hier raus. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ach ja, wir sind jetzt wieder ganz hier drüben. Ja, toll. Haben wir ja klasse hinbekommen. Haben wir ja klasse hinbekommen. So, second try. To enter this Außenposten. Okay. So, jetzt haben wir es geschafft, umzudrehen. Falls wir es brauchen. So, diesmal machen wir es aber den ganz normalen Weg, ohne irgendwelche Umwege. Wir schaffen das. Fuck, oh fuck, bitte Nashorn, ramm mich nicht. Bitte Nashorn, ramm mich nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Cool, wir sind bei einer Ziegelfabrik. Toll, freut mich. Ach du Scheiße.
haben und... So, das Nashorn greift mich zum Glück nicht an. Aber ein anderer Wagen. Scheiße, wir müssen gerade nachladen. Oh, haben wir es geschafft? Ja, Hammer, geht doch. Würde ich sagen, weiterfahren. Ja, weiterfahren. Oh, hallo, Freunde. Weiß ich gerade schon wieder nachfahren? Oh, fuck. Ups. Minus 100 Karma, weil ich unsere eigenen Leute überfahren habe. Das ist halt nicht mal Absicht und... Oh, das ist noch gar nicht der Außenposten, der ist noch da oben. Ach, Menno. Egal. Ich muss so oder so hier das Propaganda-Plakat abhängen. Weil wichtig und so, und wir haben ja schon 38. Was ist das hier? Coole Sache auf jeden Fall, was wir hier für Orte finden. Weißes Blatt, das war zwar ein Pilz, aber okay. Was ist das hier? Sehr mysteriös auf jeden Fall. Noch ein Kurier. Ja, ja. Scheiße. Und der noch? Geht doch. Tada, Karma abgeschlossen. Wie viel Karma habe ich dafür bekommen? Sehe ich nicht, oder wie? Toll. Ah, doch, da. 164, gut, dann war das ja jetzt. Habe ich 64 bekommen, weil 100 ich vorhin abgezogen bekommen habe. Für die dumme Sache, die ich gemacht habe. Boah. Komm aus dem scheiß Graben raus. Fahrzeug. Mann, Junge. So. Ab geht die Post. Gleich sind wir beim Handelsposten. Mit noch 4 Munition. Das wird ein bisschen hart. Weil ich springe ja gerne Sachen in die Luft und, da brauche ich nur mal meine zweite Waffe. Aber okay. Wir schaffen das schon irgendwie. So, wir sind jetzt gleich da. Wir werden von irgendwelchen Spasten verfolgt. Leider. So, jetzt gucken wir erstmal. Der ist anscheinend da unten. Okay. So, gucken wir erstmal mit der Kamera. Fuck. Nein, jetzt haben die mich gesehen. Toll, scheiße. Wo ist die andere Verstärkungssäule? Scheiße, die töten mich, Alter. Oh mein Gott. Nur weil der eine mich aufmerksam gemacht hat.
Ich weiß jetzt nur nicht, wo die herkommen. Boah, was haben die, Alter, für eine Range? Ach du heilige Scheiße. Irgendwas abschießen? Oder treffe ich jetzt dauerhaft nicht? Meine Fresse! Meine Fresse! Ach du Heilige! So sterbt ihr davon. Hoffe ich doch, Mann. Ja, Fresse, Alter. Und jetzt habe ich für den Fetten keine Munition mehr, oder wie? Stirb, scheiß Fettsack. Jetzt fahre ich dich später mit dem Auto an, Alter. Toll, jetzt fängt hier das ganze Gras an zu brennen. Ich glaube, ich muss den echt mit dem Auto anfahren. Und hier hat auch schon alles abgebrannt. Och, ach du heilige Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Granaten wirft. Oh Mann. Das ist ja so nervig. Boah, nee. Wie soll ich denn mit so einem Tiger aufnehmen? Ach du Mann. Nee. Das... Ich wollte doch nur diesen Handelsposten einnehmen und nicht gleich irgendwie alle. Oh. Wo sind die? Warum leckt das jetzt so? So was kann ich ja gar nicht haben. Haltet die Augen offen, Leute. Er ist verschwunden. Ein Alarm ist übrig. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie viele Gegner. Ach du Scheiße. Du bist nur ungeziefer. Ja.
Och, shit. Jetzt kriegen die doch wieder Verstärkung oder wie, hä? Habe ich jetzt gemacht? Egal. Wo ist der Kerl, den ich brauche? Da. So, reparieren. Wir wollen damit den Linken umfahren. Das wäre die einzigste Möglichkeit, wie ich jetzt gerade auf die Idee komme, den umzubringen, weil ich nicht weiß, wie man Granaten wirft. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wissen solltet. Da ist, ne? Das war jetzt wirklich nur, um den einen da umzufahren. Mehr ging es jetzt gerade nicht. Wir können gerne nochmal welche umfahren. Ab. Ist halt eine scheiß Idee gewesen. Weil die viel besser ausweichen können, um diese kleinen Bäume als wir fahren. So, steige erstmal wieder aus. What the fuck? Warum stirbt der nicht? Der Bogenschütze ist der einzige, der mich übelst nervt. So, hab ihn. Du meinst, du wärst cool, weil du hier Leute in Brand setzt, oder wie? Nee, jetzt habe ich gewonnen. Bam. Wir brennen zwar, aber immerhin. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Alter, war das ein... Oh mein Gott. Ein Rage-Posten, kein Außenposten, das ist ein Rage-Posten. War richtig behindert einfach. So, hier erstmal abhängen. Oh, mein Gott, war das anstrengend. Mein Gott, was macht... Ach, die Gegner waren aber auch richtig Aslack zu mir. Ja, du bist wunderschön, wie du da liegst. Wir heben jetzt ein paar auf, dass wir so ein bisschen Geld bekommen von denen. Wisst ihr, wir sind ja money geil. Aber das war echt schon ein bisschen arg schwer. Also vor allem, weil halt ich habe den zweiten Alarm nicht gesehen. Ich konnte ihn auch von der Seite nicht wegsnipern. Das wäre dann ziemlich viel einfacher gewesen, glaube ich jedenfalls. Weil wir wissen es halt nicht und wir werden es auch nie erfahren. So, und jetzt gehe ich erstmal hier rein, verkaufe das Gedöns und guck mal, ob wir irgendeine neue Waffe kaufen können. Weil ich habe ja... Oh, Rebell freigeschaltet. Ich habe ja ziemlich viel Money und vielleicht können wir da ja irgendwas von kaufen. So. Da haben wir eigentlich wie immer alles Wichtige. Da haben wir auch schon alles gekauft. Da haben wir auch schon alles gekauft. Hier war einzigartig. Was haben wir gleich freigeschaltet? Die Rebell.
Als Pistole. Okay, aber Pistolen bringen mir halt relativ wenig, deswegen. Was wir jetzt gerade haben für eine Waffe ist. Ach, wir haben vielleicht. Wir haben sogar gar keine einzigartige Waffe, sehe ich das gerade richtig? Ah, doch, wir haben die Stormer. Ja, das ist eine coole Waffe. Ich hätte gerne irgendwie die da. Aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Na, 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 Predator. Aufgaben bewaffnete Eskorte 2 übrig. Cool. Was können wir hier kaufen? Ah, das kaufen wir einfach alles. So, jetzt haben wir alle Karten gekauft. Und jetzt haben wir auch viel auf. Oh ja, viel mehr als vorher. Jupp, jetzt haben wir offiziell alles hier. Cool, das ist ja awesome. Das ist ja richtig awesome. So, in der nächsten Folge gucken wir vielleicht, dass wir Richtung Schloss mal kommen. Glockenturm und dann Schloss. Aber das war's, sehen wir alles nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und vergesst nicht, die letzte Folge anzuschauen, wenn ihr interessiert daran seid, wie wir diese Haut bekommen haben. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, morgen oder Abend. Macht's gut, euer Days.